Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in. Jetzt wollte ich fast sagen 7 Days to Die, aber es ist The Fisherman auf Fishing Planet. Wir gehen jetzt auf das Falcon Monster, aber am nächsten Inkentag, das heißt, da tun wir mal zuerst nächsten Morgen 12.000 am Eignen, das heißt, das, was wir an Reisekosten und sonstiges gehabt haben. Haben wir eingespielt und jetzt schauen wir nur noch kurzzeitmäßig, wer da am besten und da am besten, das passt, das heißt, wir bleiben gleich auf der Zeit, oder tun wir eine Stunde mal vorspulen, Zeit vorspulen auf 6 Uhr. So, dann müssen wir noch die richtige Routen auswählen und das ist die Route Nummer 1, weil da müssen wir mit Schwimmer, hat es geheißen. Das war natürlich Frosch. Nummer 3 brauchen wir. So, dann haben wir die Ortschau eigentlich drauf. Jetzt brauchen wir nur noch hoffen, dass wir den erwischen. Und das probieren wir jetzt da gleich. Uhrzeitmäßig ist nichts gestanden, wann der abbeißt. Deswegen probieren wir es einfach. Das wird halt jetzt dauern ein bisschen. Das heißt, die nächsten paar Folgen, je nachdem wann er abbeißt, ob er abbeißt, ob man überhaupt rauskriegen, ob unsere Ausrüstung stark genug dafür ist, das werden wir alles sehen. Wir können jetzt eigentlich nur abwarten und hoffen. Das, was ich halt jetzt nicht will, ist halt zu sagen, so, ich gehe jetzt von da inzwischen was anderes auswerfen und angeln. Weil es sollte abbeißen, muss ich da schnell reagieren. Und das wird dann ein harter Kampf werden, wenn die Route nicht so schwach ist. Was ich aber nicht glaube. Normalerweise sollte sie nicht so schwach sein. Die Frage ist nur, wo ist der halt unterwegs? Wir sind da mitten. Ist er da irgendwo in so einer Bucht drinnen? Das heißt, da werden wir jetzt ein bisschen uns herantasten, probieren. Versuchen. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich mit dem Boot irgendwo da herumfahre, dass es mir auch gesagt wird, wo er ist. Glaube ich halt nicht. Echt nur abwarten und testen, ob er irgendwo abbeißt. Nur wenn er nach ein paar Minuten an einem Stall halt nicht abbeißt, wie einholen, einen anderen Stall auswerfen, probieren. Und ich weiß nicht warum, aber mit dem Bär vor, mein Gefühl sagt mir, dass er in der Mitte mal herum passieren wird. Dadurch, dass er groß sein wird, große Fische brauchen Platz. Das waren, glaube ich, eher in der Mitte.
glaube, wir klein die mitten eine fahren. Zum Testen. Von Hand werden wir uns hier platzieren. Das also. Und der Anker. Gut. Das wäre halt eigentlich etwas, was optimal für Streamen ist. Also ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, ob ich das beim Streamer mache oder nicht. Aber für Streamen ist es optimal, da kann man nämlich schon quatschen, während das ausgeworfen ist. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis der aufbeißt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich jetzt da bei der Send bzw. im nächsten Video, was ich noch mache, dass er da irgendwann aufbeißt. Ich will halt versuchen, dass ich nachher noch einmal einen Positionswechsel mache. Nein. Das ist einmal auf alle Fälle nicht. Und jetzt ist ja noch die Frage, die Bachforellen, Eier könnte kaufen oder nicht? Und wenn die aufgebraucht sind, muss ich dann wieder eine gewisse Anzahl an Forellen fangen, damit ich die Bachforellen Eier habe oder nicht, oder wie es da ausschaut. Also ich vermute halt einmal. Weil die Bachforellen Eier habe ich ja gekriegt, weil ich eine gewisse Anzahl an Forellen gefangen habe. Aber wie wir gerade gesehen haben, genau unsere Fische anscheinend drauf. Nicht nur die eine. So, liebe Leute, ich weiß nicht, wann die Aufnahme zu Ende gegangen ist, aber ja, der Speicherplatz war voll auf den Festplatten. Ich habe jetzt müssen wechseln auf die andere.
Und zwar genau richtiger, was man so sieht. Das heißt, ich kann das und nächste Video nachher noch machen. Ich habe da nämlich schon ein bisschen Platz frei gemacht und die zwei muss ich dann zusammenschneiden. Ich hoffe, dass ich das nicht über sich. Forelle, die wir behalten, aber das ist nicht der Fisch, den wir haben wollten. Und da schaut es aus, als wenn da irgendwie eine Schnur drin wäre. Seht ihr das? Das ist ja wurscht. So, werfen wir da mal aus. Nee, das ist nix. Jetzt. So, inzwischen schaue ich nochmal. Also 10 Minuten hat die letzte Aufnahme, bis abbrochen ist dauert. Das heißt, eh noch 20 Minuten, dann passt es. Dann haben wir auch die halbe Stunde circa voll. Ja, ich muss eine größere Speicherkarte reinhauen. Ich habe ja eine Mountain PC, weil ich habe ja ein Dual PC System und bei meinem Gaming PC habe ich die 4 TB drin, die muss ich noch umbauen in die andere Streaming PC rein. Dann die alte Aufnahme auch durch. Das muss ich noch umbauen. Bei Gelegenheit. Aber ich vermute mal, das und nächste Video dürfen noch gehen und danach muss ich halt. Na, ziehst du gescheit an? Jo. Und da muss ich schauen, dass ich das umbaue. Trophäengröße behalten auch. So. Dürfen wir mal da oben aus. Ich muss mehrere Orte probieren, es hilft nichts. Weil ich weiß nicht, wo der Monsterfisch unterwegs ist. Versuch macht klug, wie es so schön heißt. Aber ich vermute eher, dass er da eher in der Mitte war, herumkrebst.
Ja. Wird schwer werden, den zu fangen. Also die Fischmonster sind eigentlich fast überall, bis auf den ersten Teich, sagen wir mal so. Alle noch offen zu fangen. Und dadurch, dass das aber nicht so einfach ist, die zu fangen, glaube ich, wird das eher auf Twitch verlängern, auf Livestream. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob das interessanter für euch wäre, da ein bisschen mitzuschauen. Weil ich denke, so wird es ein bisschen von den Videos her sonst ein bisschen langweilig werden. Für euch. Weil es nicht so viel tut. Na komm, besser auch geschaut. Nix. Also wie mit den Missionen und so, das geht ja alles bei den Videos, aber da ist ja ziemlich viel Action und alles mögliche, aber ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern und das ist fürs bisschen für YouTube-Videos ein bisschen deppert. Außer ich nehme es auf und das nachher zusammenschneiden, wofür ich aber zurzeit ein bisschen zu wenig Zeit habe, weil ich noch so andere Sachen halt auch privat viel zu tun habe. Ich glaube, es ist interessanter, wenn ich sage, okay, wir gehen nachher einmal live auf Twitch, wo wir echt nur probieren, die Monsterfische zu fangen. Das auch geschaut. Scheiße, war zu früh. Aber ich hätte noch warten müssen. Jetzt ist halt die Frage, ist nachher noch jetzt was auf den Haken oder nicht?
Ja, ich glaube, das mit dem Monsterfisch, das lassen wir für die YouTube-Aufnahmen. Das werden wir echt auf Twitch machen. Ist weg. Der Köder hat mir ja angesehen, gerade von 12 auf 11. So, ich hätte aber dann gesagt, dann werden wir das beenden. Machen wir das ordnungsgemäß, fahren wir zum Rand. So, passt. Und wir werden das jetzt verlassen. Dann schauen wir uns das Gesamtresümee an. Also das, was wir ausgegeben haben, das haben wir erinnern. Herausforderungen haben wir drei geschafft. Den Falcon See, Flipbuster, Falcon Restesammler, Forellenmeister. Also so schlecht war es eh nicht. Das heißt, das nächste war mal 2450, kostet das. 3755. Was ist noch als nächste? 39. Das Everglades mit den 37 am nähersten, gell? Da 37. Und das da wäre noch. Das haben wir jetzt erst freigeschalten. Das heißt, entweder Fluss Dimper werden wir machen das nächste Mal oder die Everglades. Ich vermute mal, wir werden auf die Everglades. Hoffen wir mal, da ist Level 18. Und da Level 20, ja, dann ist Everglades das nächste. Weil das da war jetzt Level 14. Da ist 22, da waren wir schon, da waren wir noch nicht. Level 1. Oder wo haben wir da schon? Glaube ich nicht. Das ist eins, was wir dazu gekriegt haben. Die Krabbeninsel. Die könnten wir sonst einmal machen. Das schaut auch interessant aus. Ja, und der Flussmonster, wie gesagt, der werden wir Emerald näher hin, das werden wir auf Twitch machen. Ist glaube ich besser. Aber wir haben da noch generell auch noch so Sachen, was wir machen könnten. Bei den ganzen Preise, Wildmoos, Dimper. Das müssen wir alles noch machen. Und dann gibt es ja noch, was man auch noch. Hoppala. Na, wo ist denn das? Das, was man noch. Das brauche ich gar nicht schauen, weil da sind leider zu wenig Leute. Nee, 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 nee.
Ist das bei Missionen, ne? So ist es. Und da haben wir ja noch eine Sache. Warte mal. Hey, was. Die haben wir schon alle. Und da haben wir. Den müssen wir noch. Das können wir mal machen. Das können wir mal machen. 50 Grad an. Das sind die bei Climber, was wir immer fangen und machen. Da können wir uns einmal drauf spezialisieren, dass wir die echt meistern, dass wir da sagen, okay, wir schauen, dass wir die da vollkriegen. Weil da sind ja ein Haufen, weil es dann auch was offen ist, wie man sieht. Das mit den Turnieren, die wir halt nicht schaffen, weil die meisten Turniere finden nicht statt, da leider zu wenig Leute schon spielen. Aber wenn wir da drauf gehen, Ansicht, Platzierungen, da haben sie zwar registriert, das ist definitiv zu wenig. Leider. Vielleicht wird es einmal wieder interessanter für die Leute, dass mehr Leute spielen. Ansonsten ist halt ein bisschen scheiße. Aber, liebe Leute, das war's halt für die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Beim nächsten Mal, wie gesagt, du kannst es ja in die Kommentare schreiben. Würdest du lieber die blaue Krabbeninsel oder Everglades sehen? Oder den Fluss Deeper? Das ist auch interessant sicher. Da können wir auch mit dem Boot entlangfahren und schon fischen. Das wird sich Bella Italia. Italien. Sieht man definitiv auf der Karte. Ja, das können wir da nämlich nachher noch angehen. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag bzw. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.